Kleiner Tastaturtipp für die iPad-Nutzer. Ihr werdet es kennen, um eine Texteingabe zu widerrufen, könnt ihr das iPad schütteln. Dann kommt das Fenster hier, ich kann die Eingabe widerrufen. Upsa, nochmal. Könnt ihr das iPad schütteln. Ich kann die Eingabe widerrufen. Ihr löscht mir das letzte Wort, das ich ja hingetippt habe, weg. Ich kann nochmal schütteln. Kann dann weiter widerrufen oder kann es eben auch wieder herstellen. Hab's wieder dran. Jetzt sieht es aber ziemlich doof aus, wenn ihr da ständig euer iPad schüttelt. Deswegen der Hinweis auf eine Alternative dazu. Ich habe hier mal rangezoomt, damit man das besser sieht. Und zwar kann ich, wenn ich in der normalen Texteingabe bin, hier auf die Taste Punkt Fragezeichen 1, 2, 3 tippen, kriegt dann hier eine Widerrufen-Taste. Wenn ich da drauf tippe, macht er genau das Gleiche, aber ich muss das iPad nicht wie ein Depp schütteln. Wenn ich wiederherstellen will, kann ich auch hier oben auf die Raute Plus gleich gehen. Dann wandelt sich die Taste in Wiederholen, stellt mir das eben gelöschte oder Widerrufene wieder her. Das war's.